der letzten Episode. Moment, wir warten erstmal den Wolf ab. Hm? Damit kennen wir uns ja aus. So. Naja. Komm runter mit dir. So, das sind sie beide getroffen. Ernsthaft? Du hast noch nicht genug? Oh, ein Schuss reicht mir nicht. Ich hätte gern mehr. Komm, gib's mir. Ja, was ist denn jetzt? Wow, diese Intelligenz von den Wölfen. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus. In der Folge 165. Können wir eigentlich noch kartieren? Schlechte Lichtverhältnisse. Wie man das direkt am Feuer machen? Mal hier, hier ist es hell. Kannst du hier kartieren? Hm. Es sind weiterhin schlechte Lichtverhältnisse. Tja, das liegt wahrscheinlich daran, weil es dunkel ist. So, was sagt dein Wasserbestand? Viel zu viel. Okay. Dann macht das noch fertig hier. So, das kannst du auch direkt reinhauen. Es wird nämlich langsam ein bisschen knapp. So, wie viel ist das noch? Na, wahrscheinlich kriegst du das nicht rein. Gut, das passt ja so. Wir könnten theoretisch jetzt schon schlafen gehen. Ja, das sollten wir auch. Das ist leider so. Genau, dann machst du erstmal 6 Stunden und dann gucken wir, was das Wetter sagt. Okay, es hat sich nicht wirklich signifikant verschlimmert. Dann trinkst du nochmal. Und dann schläfst du den Rest aus. Genau. Wir wollen ja hier noch den Rest kartieren. So. Und wie viel Holzkohle kriegt man hier noch? 2. Sehr schön. Den Topf nehmen wir wieder auf. Das Fleisch auch. Genau. So. Die Stöcke und so weiter, das lasse ich alles mal hier. Bei die Tanne. Ja, soll ich das hier lassen? Hm. Verdammt. Ich lasse es erstmal hier. Wir holen das Zeug gleich. Hey, wir sind eh viel zu schwer. Das ist echt schlimm. Ich kann jetzt nicht hier großartig rum. Ja, ich schlepp natürlich. Idiot, ich wollte die Kleidung auslegen. Verdammt. Okay, dann kartiere erstmal. Damit wir das mal getan haben. Und dann heißt es jetzt erstmal. Ja, genau. Weiter Richtung. Idyllisches Tal, aber wir gehen nicht ins. Idyllische Tal. Wir gehen nur bis zu dem Eingang und das war's dann. Oder den einen Seitenarm da noch mitnehmen. So, wie ist denn das hier? Kommst du hier ein bisschen schneller drüber? Wir müssen das Ganze mal ein bisschen abkürzen, Junge. Ich meine, tagetechnisch, was sagt denn die Statistik? 260, das geht echt gut voran, alter Schwede. So, hast du hier diese Rohrkolbenstängel hast du nicht, okay. Was ist das jetzt wieder für ein Wetter? Ah, Sonnenschein. Gut. Ah, das ist Strommast. Ich dachte, da oben ist ein Geländer. Ist der Wolf immer noch am Leben hier? Das wäre ja lustig. In Anführungsstrichen natürlich. Also noch mehr Hagebutten. Sehe ich jetzt erst. Rinder mit und Rinder mit. So. Uns ist hier nichts. Gut, alles klar. Weiter geht die Reise. Ich versuche auch erstmal gehen zu machen, weil der Junge ist immer so schnell fertig. Wow. Das ist nicht schön. Das Kartieren macht im 2x-Modus natürlich irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Du kannst halt ein bisschen weiter rennen. Ich weiß es nicht, wie das ist, aber du müsstest dich eigentlich, wenn du einmal kartierst, komplett erholen. Trotzdem wieder vom Rennkreisel her. Tja, Junge. So, dann machst du von hier mal eine Zeichnung. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, viele, viele Schatten. Okay, hier ist nix. Gut.
So, dann heißt es... Ich weiß gar nicht, wo wir das nächste Mal zeichnen sollen, wenn das alles so schattig wird hier. Wahrscheinlich von hier irgendwie mal. Und ja, es ist kalt, ich weiß, aber so ist es halt. Das kommt halt vom Winter her, ja, es wird schon besser. Okay, dann gehen wir erstmal den hinteren Arm und dann gehen wir zum Übergang. Zum idyllischen Tal, kartieren das. Da sind noch mehr Rohrkolbenstängel, wenn ich das richtig sehe. Gut, dann nehmen wir die auch noch mit. Wobei das hier nicht das Problem ist. Ja, aber sonst ist hier nichts, okay. Zeichnen wir das Nichts? Oh, das hast du richtig schön gezeichnet. Ja, da habe ich jetzt aber auch kein Mitleid mit dir, wirklich nicht. Das hätte ich vielleicht, wenn du gut gezeichnet hättest. Der Felsensturm. Dass da nicht noch die Kristalle rauslösen, das wundert einen schon. Ja, dann machen wir uns jetzt mal richtig kalt, würde ich sagen. Hier vor der Höhle. Ne, wir sind im Windschatten, nicht? Ja, hey, guck mal, wie schön das aussieht. Wow. Ach, du bist echt der Oberhacke. Das kann doch nicht wahr sein. Solltest mal einen Zeichenkurs nehmen, Junge. Vielleicht machen wir noch eine Zeichnung von da oben, von dem Scheitelpunkt dieses Umweges. Also von hier sozusagen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wahrscheinlich nur noch mehr Schatten. Oh ja, guck mal, deine Temperatur, Junge. Lassen wir es so. Akzeptieren die Karte mal so und dann sammeln wir das Zeug mal ein und begeben uns mal zu dem Wolf. Ja, es ist Mittag. Bin mal gespannt, was wir heute noch schaffen. Renn da hinter, Junge. Ganz schön windig, Junge. Da müssen wir jetzt leider in den Gegenwind laufen. Ja, ja, schon. Okay, dann müssen wir uns erstmal warm machen. Das hilft nichts. Dann werden wir eine Stunde schlafen. Das ist die effektivste Variante, wenn man kartiert. Das hört sich ja fast nach Blizzard an, irgendwie. Ist es aber nicht, okay. Wollte ich ja nur mal sicherstellen. So, das muss alles mit. Das auch und das auch. Klingt alles jetzt wie Darm. So, achso, trinken könntest du. Genau. Wäre ein bisschen leichter. Ja, du kannst aber noch rennen, okay. Könntest noch rennen. Das bringt dir zwar nichts bei dem Gegenwind, aber hey. Nee. Der Wind hat gedreht, echt? Nee, oder nicht? Ich glaube nicht. Kommt so von leicht schräg von rechts. Auch der Hase hat so seine Probleme. Das dürften wahrscheinlich Zugkrähen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich bei dem Sturm noch irgendwo eine Krähe hält.
gern. Ja, ja, schon. Nee, es sind tatsächlich Kadaverkrähen. Man sieht sie lustigerweise nicht, man hört sie nur. Es sind Tote, es sind die Seelen von den Kadaverkrähen. Heieiei. Heieiei, sag ich da nur. Wieso kannst du jetzt nicht mehr rennen? Ach, weil wir gerade mit dem Stock drüber sind. Ach so. Sag das doch. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwo rechter Hand mit der Wolf. Ich weiß aber nicht, wo der abhanden gekommen ist. Es sind keine Krähen mehr da, nur der Sound davon. Mal gucken, ob da oben der Hirsch noch da ist. Ich denke aber, dass wir den wahrscheinlich schon auseinandergenommen haben. Ich kann mir sonst nicht erklären, wo die ganzen Hirschfälle herkommen. Übrigens, wenn ich mir den Damm so anschaue, von der Seite, dann sieht das irgendwie so aus, als wäre das aufgestaute Wasser dahinter, hinter diesem Damm. Nicht auf der Seite, auf der wir sind, sondern dahinter. Aber da ist ja der Rätselsee. Und da ist ja nichts gestaut. Das ist schon ein bisschen schräg. Okay, wie viel hat er? 5,9 leckere Kilogramm. Vielleicht nimmt der Wind ja mal ab. Hm? Oder er bleibt einfach so. Ja, wir schleichen uns von dannen. Ja, keine Ahnung, wo der andere ist, aber ich sag mal so. Es ist auch nicht gerade so, dass wir jetzt noch sonderlich viel tragen können. Ach, da vorne liegt er. Verdammt. Ja, unter den Umständen, was hast du noch? Ja, ein paar Kilo können wir noch mitnehmen. Wobei, naja. Ich würde sie schon gern mitnehmen. Irgendwie schon. Das Problem ist, ich will halt nur einmal über diese Stegkrauche leider am Damm selber gehen. Deswegen, gut, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich die 0,9. Ja, komm, gib mal 4 Kilo raus. So, wunderbar. Der Winter darauf gehört. Ist jetzt viel schneller, gell? Ah, jetzt sind die Krähen da, okay. Ja. Wir schnaufen uns da hoch. Da hoffe ich, dass wir über den Steg kommen. Nicht, dass uns da runterschmeißt und dann mit dem 79 Kilo Gepäck da nochmal drüber müssen. Das muss ja nur nicht sein. Oh, uff, Junge, uff. Schnauf. Ja, ich habe halt idiotischerweise die Kleidung mitgenommen, anstatt sie abzulegen. Was sie ja noch gesagt hat. Ich sag das dann immer, aber ich mach's nicht. Anstatt es einfach zu machen und es nicht vor mich hinzulabern. Ja. Was sagt der Tag? Also wirklich viel kann man wahrscheinlich da auch nicht gewinnen. 400 Gramm, 300 Gramm, 150 Gramm, ja. Das ist nicht so, dass man da signifikant schneller wird. Müsste das Feuerfass von dem oberen Damm mal rausziehen können. In echt würde das ja gehen. Jetzt hast du einfach raus und hast draußen in den doppelten Zeitbonus.
Spiel ausgetrickst. Ja. Ja, ich muss auch ein bisschen aufs Futter achten. Es geht ziemlich gut runter. Aber da haben wir jetzt 10 Kilo Wolf, knapp. Das Kaninchen. Die Hirsche haben wir natürlich gegessen, aber die Felle und Därme. Den trockenen Ausleg, also da kommt schon was zusammen. Ich sag mal so, wenn man in dieser Geschwindigkeit durch den Damm geht, kann man ja auch in der Weile sozusagen alles durchsuchen. Dann ist das auch nicht so hektisch. Oh, ich zerbrech mir den Fuß. So ein Wetter wünscht man sich im Interloper. Schon ein wenig. Ach, Junge. Holz hätte man noch genug hier mit den ganzen Kisten. Ist eigentlich was drin in den Kisten? Wisst ihr das? Also falls ihr das wisst, könnt ihr das ja mal reinschreiben. Wahrscheinlich ist da nichts drin. Das würde mich schwer wundern. Weil man könnte sich natürlich nochmal 2-3 Tage hinstellen, hier ins Kisten zerkloppen. Das ist auf jeden Fall... Oh Gott, ich nehme noch mehr Stöcke mit, bin ich wahnsinnig. Ja, ja, natürlich. Anscheinend bin ich ja schon wahnsinnig. Weil das Problem ist, jede der Kisten braucht, glaube ich, was, 1,5 Stunde oder so. Vor allem die Großen halt. Die Großen sind halt echt so Trümmer. Ich meine, man könnte ja mal mit dem Beil durchgehen. Ne, ja genau, 1,5 Stunde. So. Jetzt hast du da drüben 3, hier 2 sind 5, hier sind 7, das sind 12. Da oben haben wir schon. Da sind nochmal 4. Das heißt 16 und eine kleine, die eine Stunde dauert. Das heißt, allein die großen Kisten sind exakt 24 Stunden. Ja, guck mal, was in der roten Kiste wahrscheinlich ist. Federn und Rohrkolbenstängel. Ne. Schön. Kannst du noch mehr schnaufen, Junge? Da haben wir nichts rein. Gut. Ja, wir sind inzwischen so langsam, dass wir wahrscheinlich aufrecht hier drüber gehen können. Diese ultramatschigen Texturen vorbei. Ja, ich bin immer versucht, so zwischen zu speichern, aber das geht in diesem Spiel leider nicht. Und es gefällt mir dann, muss ich ehrlich sagen, mir gefällt das dann auch nicht, wenn man dann jetzt zum Beispiel hier so in so einer Karte so stundenweise unterwegs ist. Und, oh Mann, diese Texturen sehen echt schlimm aus. Das kann man nicht anders sagen. Wow. Oh, Hinterland, tut da mal bitte was. Irgendwelche hoch aufgelösten Texturen, bitte. Speziell an solchen Gegenden, wo man halt wirklich langläuft. Ja. Ja, wenn man halt so lange unterwegs ist und kannst halt nicht zwischenspeichern, finde ich halt nicht so geil. Ja, ich hatte noch keine Zeit gehabt, um diese Foren-Sachen zu kümmern. Nicht wirklich. Weder Zeit noch die Energie auch. Tja, da liegt er. Da liegen sie. Beide. Was haben sie davon? Mit dem Gewehr, also das Gewehr haben wir ja schon sehr, sehr lange nicht mehr eingesetzt, das muss man echt sagen. Mit dem Gewehr kriegst du sie natürlich im Nu-Platt ein, der Hirsch ist weg, gut. Ja, ich weiß, ich habe das schon im Auge, Junge. Das fällt einem dann sowieso auf, wenn es rot wird. Hey, wir haben es geschafft. Zumindest mal den unteren Damm. Siehst du da, Junge? Da ist Felsen, echt? Du siehst durch den Damm, naja. Was lustig ist, von hier drin sieht man natürlich keinen Felsen. So, Junge, wie sieht das hier aus? Ist ja wieder doch recht finster hier.
Obwohl es draußen Sonne scheint und hier so ein offenes Fenster ist. Müsste eigentlich taghell sein hier drin. Da ist noch mehr Kisten zum Zerkloppen. Ich meine, wir haben noch genug Schwarzpulver. Das ist nicht das Problem, aber trotzdem. Wenn man noch ein bisschen was findet, das wäre schon von Vorteil. Muss natürlich erstmal hinschaffen, das ist schon richtig. Gepäck wird ja nicht leichter dadurch. Okay. Zumindest so sehe ich ja nichts. Okay. Etage 1. Komm runter, nicht mehr runter. Treppen kann ich schneller laufen. So, warum hinkst du eigentlich die Treppe runter? Du hast noch nichts mit dem Fuß. Tag geht auch gut zur Neige. Leider schon. Ja gut, im Damm sollte man ja eigentlich vom Thema her nicht wirklich viel finden. Wurzelvernichter würde ich im Damm erst recht nicht erwarten und Schwefelpulver wahrscheinlich auch nicht. Aber gucken kostet nichts. In dem Eimer was drin? Leider nicht. Der Opa. Er kommt. Ja, der Opa ist übrigens bald im Interloper dran. Dürfte dann der 15. März sein, wenn ich das richtig im Plan sehe. Wie schon gesagt, ich habe mir das ja jetzt mal bis zu meinem Sommerurlaub mal durchgeplant, damit ich das im Blick habe wegen Vorproduktion. Das ist echt erstaunlich, mit was man immer so seine Zeit vertreiben kann. Da sitzt man da und tüftelt da. Ich glaube, ich habe da anderthalbe Stunde da dran rumgetüftelt, wie ich es mache. Ich hatte es überlegt, es tatsächlich normal zu machen, aber dann habe ich gesehen, dass ich glaube, im Mitte Mai oder so hätte ich dann beginnen müssen mit der Vorproduktion. Da habe ich mir gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Bis 3,5 Monate in der Vorproduktion und damit du 3 Wochen weg bist, das ist ja ein bisschen viel. Hey, der Arbeitsplatz ist natürlich auch sehr kuschelig. Aber immerhin 2 Bildschirme, das ist schon mal gut. Ja, da sehe ich jetzt nichts. Okay. Wir schleichen mal weiter. Der Wolf wird wahrscheinlich verschimmelt, wahrscheinlich schon im Rucksack vor sich hin. Ja, es ist aber gar nichts in dieser Richtung hier zu sehen. Mülleimer ist leer, sehr schön. Ja, jetzt sind wir im roten Bereich. Wir sind auch fast am Ziel, Junge. Wir haben schon den größten Teil der Strecke tatsächlich geschafft. Ja, ja, hatte ich ja vorhin nichts gesehen, also von daher. Vorhin meine ich da, glaube ich, letzte Folge. Müsste das gewesen sein. Nö, da ist nichts. So, was war der Tag? Arrivederci, gut. Wer hätte gedacht, dass wir stundenlang 500 Meter lang marschieren? So, wie viele Kalorien hast du noch? 200. Er klingt wirklich so, als würde er hinken. Tja.
So, und? Wann ist der Speichervorgang beendet? Jetzt. Na, der Junge wird auch immer langsamer, lustigerweise. Junge, kommst du eigentlich noch das Seil rauf? Oh ja, ich probier's mal. Oh nee, ich bin zu schwer. Oh, ich könnte mich gerade hinlegen. Ja, du klar hinlegen. 7 Stunden, Junge. Also wenn ich für sieben Stunden Schlaf mich schon hinlegen können müsste, würde ich wahrscheinlich mich auch dann um 17 Uhr schon mal darüber beschweren. Und sowas haben wir ja ungefähr. 17.30 Uhr. Mal schaffen wir es noch, Junge. Uff. Ja, das Kaninchen müssen wir auch noch auseinandernehmen. Also da ist noch einiges zu tun. Ist noch lange nicht so weit. Wir starten jetzt erstmal direkt das Feuer, bevor wir hier ablegen und so weiter. Ja, du könntest mal so ein zuppelndes Buch verbrennen. Ja, wurde schon viel besser. Richtig, Holzkohle. Danke für den Hinweis, Junge. So, Streichholz, Zunder, Papier. Ja. So. Ja, schön, dass das nicht geht. Kann ich nicht dabei gucken, wie sich der Hunger verändert. Aber ist ja auch egal. So, klopp erstmal hier ordentliche Schwungstöcke drauf. So, dann einen Topf bitte. Und schnapp dir mal. Haben wir nicht ein 900 Gramm Stück? 34 Minuten, genau. Halt! Lass es mal bitte thematisch rausschmeißen. Was ist mit dir los? Nee, das hat einen anderen Zustand. Ich kann das nicht jetzt schon rausschmeißen. So, das müsste aber eigentlich 119. Ja, das müsste eigentlich reichen. Ja, ja. Easy, Junge. Oh ja. So. Der nächste hinterher. 16 Minuten. Dann machen wir uns mal ein Kaninchen zu schaffen. Wahrscheinlich ja. Vom Fleisch ist nicht mehr so viel übrig. So. Erstmal das. Und dann das mit dem Messer. Ganz ehrlich, ob ich jetzt 1 oder 5 Minuten brauche, das macht dann kaum noch einen Unterschied. Okay. Oh ja, es war sehr groß, das Stück. Danke, dass ich das essen durfte. So, dann holen wir noch die Haut weg. Das Gerippe. Tja. Wäre eigentlich auch gesund, die Knochen zu essen, ja. Wegen dem Knochenmark, damit wir ein bisschen Vitamine auch bekommen. Was ist denn hier fertig? Das ist fertig. Gut. Sieht man nicht, weil es so finster ist. Der Ofen hat noch genug Zeit. Ja, ich fürchte, es ist zu dunkel inzwischen. Ja, wir müssen uns mal anders stellen, da hast du recht. Halt, das ist ein Stück Fleisch da reingeworfen, du Penner. Mensch. Ich wollte Stücke Fleisch raus. Okay, dann schmeiß die Derbe mal hier ins Schwarze rein. So. Machen wir das erstmal so. 17 Minuten Garpunkt. Kannst du mal. Ja, du bist echt. Du wirfst immer genau das Verkehrte raus. Das kann doch nicht sein. Scheint doch. Halt. Genau. Ich muss gleich noch den Feuer gucken. Oh, schön. Aurora. Das heißt, wir bleiben heute Nacht exakt hier. Ja, wir müssen wahrscheinlich auch. Ah, jetzt ist es auch hell. Ja, komm, iss mal was. Damit wir gleich ein bisschen was auf Rippe haben. So, dann gucke ich mal, dass ich derweil noch ein bisschen Wasser koche. Genau. 46 Minuten. Also dreiviertel Stunde müssen wir da schon noch. Sowas halt. Gut. Das heißt, ein halber Liter geht. Geht das sogar ein ganzer Liter? Okay. Dann machen wir das auf jeden Fall. Dann sehen wir noch einen kompletten. Naja, es gibt grüne und violette Lampen. Interessant. Warum? Ja, wer weiß das schon. Okay, komm. Jede Menge olles Wasser. Yes. Naja, jede Menge. Also wirklich jede Menge war das nicht. Okay, wo zuppelt's denn hier nicht, Junge? Dass wir hier schlafen können. Inzwischen können wir das, auf jeden Fall. Okay, Wasser nochmal voll. Ob wir es nicht unbedingt brauchen, aber da gehe ich auf Nummer sicher.
Gute Nacht. Hallo. Gut. Dann bitte Schlafsack aufheben. Wolf, aufheben. So, wie viel Platz hast du? Naja, da reicht es. Reicht natürlich nicht. Getting kind of thirsty. Ja, aber wir essen immer erst. Du kennst das Prozedere. So, wie sieht's aus mit Zunder? Da können wir wieder was nehmen. Gott, dann nimmst du eine Zeitung und verwirrst auch schon mal ein Buch. Dann hat das Gezuppel hier mal ein Ende. Die Stöcke lassen wir alle da, die neuen Stück, die noch übrig sind. Wir schöpfen wieder die Holzkohle ab. Und schnappen uns die angetrockneten Därme und gehen jetzt mal erstmal hier durch den Bereich, bevor wir dann final hinaufgehen. Nur um zu gucken, dass wir auch wirklich nichts übersehen. Oder nicht zu viel übersehen. Gott. Komm, Junge. Hier unten muss man natürlich auch genau gucken. In diesen Korb. Tja. Von Generation Zero gibt es ja so eine, ich sag mal, OpenStreetMap-artige Karte. So eine interaktive Karte mit halt verschiedenen Markern für die ganzen Sachen, die es halt da gibt. Das wäre natürlich cool, wenn es halt auch für The Long Dark gibt, wo du dann anklicken kannst, zeig mir mal Locations von Spawnpunkten für Munitionsbastelmaterial zum Beispiel. Das wäre halt gerade für die interessant, die nicht komplett neu anfangen wollen. Soll es ja durchaus geben. So, Leute. Sieht aber nicht wirklich sehr danach aus. Sollen wir mal um die Pfosten hier gucken? Gut. Ja, wo könnten sie was versteckt haben? Wo könnten sie was versteckt haben? Hier anscheinend nicht. Genau. Dann sind wir hier unten wahrscheinlich sauber. Ja. Es sieht so aus. Gut, dann machen wir das so. In der nächsten Folge geht es in den oberen Damm nochmal komplett. Wir gehen nochmal durch alle Räumlichkeiten durch, damit wir hier sagen können, wir sind hier fertig, wir legen noch alles raus, machen die Inventur noch fertig und dann gehen wir, machen wir uns an den Rätselsee und kartieren da mal, beginnen mal zu kartieren. So wirklich viel Holzkohle haben wir nicht. 15, also wirklich weit kommen wir damit nicht, aber naja. Wir haben ja auch noch einen Wolf draußen abzukochen. Der gibt uns ja vielleicht auch noch die ein oder andere Holzkohle dann als Resultat. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut.